wieder herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute sind wir im wunderschönen Wien unterwegs. Und da zeigen wir Ihnen einerseits ein sehr innovatives, kreatives, neues Wien. Wir sind aber auch ganz traditionsreich und speisen mehr oder weniger mit Kaiserin Elisabeth von Österreich und trinken aus demselben Glas wie Sie. Außerdem besuchen wir wieder einen regionalen Produzenten. Wir treffen echte Starköche und kochen mit Schauspielstars. Ich freue mich riesig auf Sie. Schauspieler, Regisseur, Autor und Dancingstar Michael Schottenberg schwingt für uns heute den Kochlöffel. Der gebürtige Wiener kocht für uns heute indisch. Warum das so ist, verrät er uns in Kürze. Vorab reisen wir mit Silvia kocht aber durch ein Wien voll royaler Tafelgeschichten, polieren historisches Silber und entdecken im Gegensatz dazu State-of-the-Art-Hotellerie bei regionalen Produzenten. Es gibt diese ganz besonderen Plätze in Wien, mit denen man so nicht rechnet. Einer davon ist die Essigbrauerei Gegenbauer. Da versteckt sich mitten im 10. Bezirk doch tatsächlich ein kleiner Bauernhof über den Dächern Wiens. Zuständig dafür ist Erwin Gegenbauer, auch bekannt als Wiener Essigpapst. Warum Essig? Ja, schau, böse Zungen behaupten, ich habe schon in der Muttermilch den Essig gehabt. Ja. Kann nichts dafür. Ja. Nein, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, also die Firma gibt es ja schon seit 1929, ja, und der Großvater hat Sauerkräutler begonnen und dann ist die Firma gewachsen, wir haben Gemüsekonserven gemacht. Das heißt, es hat immer schon auch Essig gerochen, aber zum Essig bin ich dann erst gekommen, wie ich mich von dem Massengeschäft zurückgezogen habe und unwahrscheinlich mich intensiv mit Wein beschäftigt habe. Naja, und was ich da machst, ich war 11 oder 12 Jahre alt und habe das Flaschel aufgemacht, habe probiert und natürlich habe ich damals noch nicht die ganze Flasche ausgetrunken und habe halt den Rest in eine Karaffe gegeben. Ja, und was passiert, wenn du den Wein stehen lässt? Er wird sauer. Mhm. Und das war eigentlich immer das Hobby, das ich hatte zu meinem Zahlenjob, ja, zu diesem Managerjob, den ich hatte. Und das Hobby habe ich dann zum Beruf gemacht, zur Berufung von mir aus. Und habe gesagt, okay, weg mit dieser Massenproduktion, einfach hin, nur das Beste zu bekommen. Daher auch intensiver Kontakt mit Bauern, mit der Beschäftigung mit der Natur. Und das muss aber nicht Bio sein. Bio habe ich bis daher, wer braucht Bio? Ich möchte nur das beste Produkt haben. Und meine Großmutter hat immer gesagt, was du eine gibst, kommt aus. Mhm. Und wenn du gute Rohprodukte hast, kannst du kaum mal was falsch machen. Natürlich das Handwerk. Habe ich da halt im Laufe der Zeit mir halt angeeignet. Ich meine, Essigbraun ist, kannst ein Wein stehen lassen, wird auch sauer. Mhm. Nur wenn du es ein bisschen intensiver machst, kommt dann was ganz anderes raus. Perfekt. Verkostet man noch einen gemeinsam? Mhm, gerne, ja. Was haben wir jetzt da? Schau, Silvia, jetzt habe ich die süße Feige, ja. Aha. Ich habe dir eh schon gesagt, das mit den regionalen Produkten, das finde ich auch immer übertrieben. Aber schau dir mal an. Du hast ja diese wunderbare, das Feigenaroma. Und wenn du den Feigensaft einkochst, du kennst ja getrocknete Feigen. Mhm. Ja, und vielleicht erkennst du das Aroma da drinnen. Ich liebe Feigen. Es schmeckt fast wie Honig, oder? Es ist wirklich nur der Zucker, der natürliche Zucker der Frucht und sonst nichts. Okay. Jetzt verstehst du, warum mich das so fasziniert. Ja? Irre. Ja, vielen Dank. Bitte dich. Erwin ist nicht nur Essigbrauer, sondern auch Kaffeeröster, Bierbrauer, Safthersteller, Imker, Ölmüller und Hotelier. Ja, richtig gehört. Mehrfach preisgekrönt sogar mit seinen außergewöhnlichen Designideen. Oh ja, ich weiß, doch ich kann nicht widerstehen. It's all but certain as the gods to cut the curtains. Wie Hexerei, she gives me something man can't buy. Die Gäste, die zu euch in die Zimmer kommen, die sprechen den berühmten Satz, warum liegt hier so viel Stroh? Das Strohthema hat mich immer fasziniert. Wir haben ja früher auf Stroh geschlafen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als Kind, ich bin auf diesen harten Strohmatratzen gelegen. Es war die Hölle, die waren immer so gesenkt. Ja. Also das war hell, man konnte nie rausfahren aus dem Bett. Und diesen Strohgedanken haben wir wieder hervorgeholt. Und wir sagen, wir schlafen im Stroh. Aber nicht nur auf Stroh, sondern auch im Stroh. Verliebte wissen davon bestimmt zu berichten. Und während hier noch gekuschelt wird, hat sich hoher Besuch angekündigt.
Starkoch Toni Mürwald ist ein enger Freund des Hauses und holt für seine Gäste gerne Essig wie auch Inspirationen persönlich vom Essigpapst ab. Erstens einmal, wir sagen beim Kochen immer, Koch ist Beziehungsmanagement und wenn du die Beziehung zu deinen Produzenten und Lieferanten kennst, dann weißt du auch die Philosophie deren Menschen und dann kannst du das Produkt ganz anders aufnehmen in deine Küche. Und das war eigentlich mit Erwin schon über 30 Jahre, mittlerweile schon fast 33 Jahre, 1988, weiß ich noch ganz genau, wie du zu mir gekommen bist und hast mir deine Produkte vorgestellt und ich bin total begeistert gewesen über diese unfassbare Intensivität einer geschmacklichen Form von Essig, weil Essig war vor 33 Jahren überhaupt nicht en vogue. Ja. Aber ich möchte was zeigen, ja, ja. Weil das für mich die Götterfrucht schlechthin ist, die Quitte. Ja. Und das ist natürlich jetzt interpretiert mit dem Thema süße Quitte Hausessig. Haben wir noch ja. Bitte. Wie die Oberfläche etwas vergrößern, ja. Das schau her, du brauchst. Weil einen guten Duft haben möchte. Ja, ich wollte sparen bei dir, aber es ist nicht möglich. Gell? Sparsam ist meine zweite Tugend. Da hast du die Quitte wirklich voll drauf. Wie bringst du die Quitte mit so einer Frucht auf den Löffel? Das ist unglaublich. Ja, was soll ich dir sagen? Bestes Rohmaterial, sauber verarbeitet. Mhm. Ich lege mir am liebsten, verstehst du, wenn da Heidelbeeren Samen gehen, ja, bei uns in der Steiermark oben, ja, ich lege mir rein, Sonne und links und rechts stopfe so rein. Ah, ist das nicht herrlich? Na, das ist Sex pur. Almsex, ja. Unter Almsex verstehe ich was anderes, aber es man merkt sehr schnell, dass den beiden Freunden der Schalk im Nacken sitzt und dass sie neben der Liebe zur Gastronomie auch die ein oder andere Anekdote zu erzählen wissen. Doch hier hüllen Essigbrauer und Haubenkoch den Mantel des Schweigens darüber. Sie sehen ja selbst, sauer macht lustig. Im Herzen Wiens liegt das Ziel meiner nächsten Erkundungstour. Direkt ums Eck vom Wiener Stephansdom schlendert man auf der Kärntnerstraße zu Lobmeier. Das Handelshaus für Glasware wurde 1860 zum Hofglaswarenhändler erklärt. Die Kundschaft? Das Who is Who der europäischen Aristokratie. Unter anderem auch Kaiserin Elisabeth von Österreich. Originaldesigns und Stücke aus dem persönlichen Tafelservice von Sissi findet man noch heute im hauseigenen und öffentlich zugänglichen Museum. Also wir sehen einige Service für die kaiserliche Hoftafel, quasi aus denen sie auch getrunken hat, weil sie Teil der Staatsbankette sozusagen der damaligen Zeit war. Wir sehen ein Glasservice, das in den privaten Gemächern der kaiserlichen Familie verwendet wurde. Wir sehen zum Beispiel Gläser, die für Kaiser Wilhelm II. Gemacht wurden, als er das Achilleion von Sissi übernommen hat, von Kaiserin Elisabeth. Welche Insignien hatte Sissi und welche Kaiser Wilhelm? Die Sissi in Korfu hatte den Delfin, ein stilisierter, asiatisch anmutender Delfin, den man auch im Schloss überall findet, auch als Türgriffe in Messing, in vergoldetem Messing ausgebildet. Und der Kaiser Wilhelm hatte den römischen Krieger mit einer Lanze, weil er offensichtlich oder angeblich ein sehr kriegsverliebter Mensch war. Was mich wundert bei diesem kaiserlichen Tafelgeschirr, bei den Gläsern, ich habe mir das viel pompöser vorgestellt. Das schaut relativ schlicht aus. Ja, also dazu muss man sagen, dass der kaiserliche Hof grundsätzlich schlichter war als zum Beispiel der französische. Aber es hat sich einfach auch verändert durch die Zeiten. Das waren die Tafelservice für die Hoftafel, die wir im Biedermeier gemacht haben, waren viel üppiger und aufwendiger, auch dicker im Glas, als dann die Service, die zu Zeiten von Kaiserin Elisabeth bestellt wurden. Noch heute bestellt der internationale Adel sein Geschirr bei dem Wiener Familienbetrieb in sechster Generation. Andreas Rath zeigt mir heute einen perfekt gedeckten Tisch. Hier ist ein Tisch eingedeckt wie für ein festliches Abendmahl, wo ich Gäste zu mir bitte und auch mehrere Gänge serviere. Die Basis ist halt immer manchmal ein Platzteller, verwendet man zu Hause nicht immer. Ein Brotteller, wo ich quasi das Gebäck ablegen kann mit dem Butterstreicher. Der muss links stehen. Der steht meistens links, ja. Und dann quasi eben je nach Speisenfolge entsprechende Gläser, Porzellan und Bestecke. Mhm. In dem Fall haben wir quasi
Vorspeise, dann haben wir Suppe, dann haben wir Hauptspeise. Und fürs Dessert haben wir Kuchengabel und einen Kaffeelöffel aufgedeckt. Die Probe aufs Exempel für gute Tischmanieren machen wir allerdings in der Königsdisziplin jeder Stehparty. Fingerfood. Man weiß nie wie und dass das elegant ist. Ich habe meistens ein Glas in der Hand, ich habe ein Häppchen in der Hand. Ja. Bitte, erklären Sie uns auf. Naja, im Grunde ist es relativ einfach. Ich kann natürlich entweder nur trinken oder essen. Was für die Gäste angenehm ist, ist eben, wenn das Fingerfood nicht zu groß ist. In dem Fall sind es eben sehr, sehr kleine Kamelbrötchen, die quasi halbiert sind auch, sodass ich es in ein, zwei Bissen in den Mund stecken kann. Und ganz wichtig natürlich bei Stehpartys sind Servietten. Ich finde wahnsinnig schön und elegant sind diese kleinen Cocktailservietten, die man leicht in der Hand halten kann. Man kann sich's auch einstecken, wenn man beide Hände frei haben will. Das Essen mit Fingern hätten wir also schon mal gelernt. Etwas, das uns sehr zugute kommt bei unserem heutigen Star und Koch. Michael Schottenberg kocht und tanzt heute indisch. Ich koche indisch aus meiner indischen Heimat. Ich bin ja halb Inder, weil ich schon zweimal dort war. Und das möchte ich, es ist gar nicht leicht. Ja, aber sag, was hast du überlegt, welche zwei Gerichte? Die zwei Gerichte sind ein Hähnchen mit Mandeln, ja, mit einer sehr guten, dicksämigen Soße, ja, und ein Dal. Ein Dal ist eigentlich ein Linsengericht, das bei jeder Speise dabei ist. Das indische Essen zeichnet sich ja dadurch aus, dass man sehr viele Schalen hat, Schälchen hat, mit den Händen isst und mal da zugreift. Das Ganze ist dann eine Thaliplatte und das ist eigentlich indisches Essen. Jetzt konzentrieren wir uns auf zwei Sachen. Ich kann es nicht fassen. Also wir machen heute was Tolles, wir reden mit dir. Und warum indisch? Du hast ein tolles Buch geschrieben, ich rede mal ganz kurz drüber, von Menschen, Märchen und Mogulen. Und ich habe zu dir gesagt, in der Küche, du bist Napoleon in der Küche. Und dann hast du gesagt, nein, ich bin Maharaja in der Küche. Ich bin Maharaja, weil ich dort war. Ja. Und ich berichte von meinen Vorfahren. Nein, das ist natürlich ein Blödsinn, ich bin Wiener. Aber ich reise wahnsinnig gern. Und ich identifiziere mich dann sofort mit einem Land, wenn ich dort bin. Und Indien ist eines der unglaublichsten Länder, in denen ich wirklich je war. Und zwar Nordindien. Und ich fahre ja mit Rucksack. Es ist ja ungeplant, was ich mache. Ich fahre einfach und buche auch nichts vor. Ich fliege hin und dann bin ich dort. Und dann passiert was? Und dann passiert, dass ich zwei Monate oder ein Monat, in dem Fall waren es glaube ich sechs Wochen, einfach durchs Land fahre, trampe und Geschichten sammle und Menschen treffe und auf sie zugehe und einfach dann das aufschreibe. Was hat Indien, was andere Länder nicht haben? Na, mich hat es einmal gehabt und dann hat es auch noch eine unglaubliche Kultur. Es ist ein Riesengegensatz, das weiß jeder, zwischen Battle Arm und ein unfassbarer Reichtum. In dieser Kluft, es ist zwischen Mittelalter und Neuzeit, steckt es fest und kommt nicht weiter, weil 0,5% der Menschen, 1,3 Milliarden, hält 45% des Reichtums in Händen. Die anderen sind bettelarm. Und das ist natürlich nicht, dass es schön ist, das anzusehen, aber es gibt ein Faszinosum an Kultur, an Leben, an auf der Straße kommen, sind ja alle auf der Straße, die kommen dir alle entgegen, die 1,3 Milliarden kommen dir immer entgegen, Kühe. Die Religion, das Essen, das ist alles so vielfältig und unglaublich spannend. Ja. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Beim Hühnchen. Wir erhitzen zuerst Ghee. Darin Hühnerbrüste goldgelb braten und beiseite stellen. Nun Zwiebel, Knoblauch und Ingwer anbraten. Garam Masala, Chilipulver und Currypaste hinzufügen. Ein bisschen anschwitzen lassen und das Gewürz sich entwickeln lassen. Das ist der Witz dabei. Nun Hühnersuppe und mit Maismehl gemischtes Joghurt unterziehen.
alles mit Salz und Pfeffer abschmecken und unter Rühren aufkochen lassen. Wenn ich dir zu nahe komme, scheißt du bitte. Nein, das will ich nicht. Das kann nicht passieren. Wie nah? Also, ich will schon, hast du ein Problem damit gehabt, dass man dir beim Tanzen so nahe war? Im Gegenteil. Ja, das ist geliebt. Kann man nicht so nah genug sein. Mhm. Nein, aber ich bin ja Profi. Also ich bin das ja gewohnt gewesen, Entschuldigung. Manchmal SkifahrerInnen oder ich weiß nicht, sonstige, haben immer so das Gefühl, oh um Gottes Willen, ich gebe da was von mir preis zu intim oder die Partner. Mhm. Aber als Schauspieler, wie viele Bett-Szenen habe ich gedreht? Entschuldigung, ja bitte, wie viele hast du gedreht und wie schwierig war das? Sehr schwierig, weil es ging nie um meine Nacktheit, es ging immer um die Nacktheit der Frau, was in Ordnung ist, gut, aber ihr kennt mir auch vielleicht ein bisschen, oder? Ja. Aber das war wurscht. Okay. Das war jedem Regisseur wurscht. Und wie kann man sich das vorstellen als Laie? Man ist nackt, man geht ins Bett, man sagt, grüß Gott, Schottenberg, grüße, bitte Platz nehmen. So, küssen, ihr Kinder, ihr wisst, wie es geht, los geht's. Und? Ja, und dann macht man halt irgendwie so, als ob. Ja, was soll ich dazu sagen? Und mit welche war die beste Küsserin von deinen Damen? Komm, gib Preis. Michaela Rosen war nicht so übel, muss man schon sagen. Liebe Grüße und über an die Stelle. Anderen, ja, und über die anderen schweigt man doch. Nun wieder die Hühnerbrüste dazugeben und bei geschlossenem Deckel 25 Minuten köcheln lassen. Und das in der Zwischenzeit machen wir unser Dahl. Bitte sehr. Bitte, du schneidest einmal die Frühlingszwiebeln. Das mache ich sehr gerne. Ich nehme an in Ringerl, ja? Ja. Und die, was ist mit dem? Vielleicht kann ich das währenddessen machen. Okay. Als Zuspeise zum Huhn mit Mandeln wird indisches Dal gereicht. Dazu Olivenöl in einem Topf erhitzen, Frühlingszwiebel anbraten, danach Ingwer, Knoblauch, Chili und Kurkuma mit anbraten. Die Leute werden fragen, was hast du hier tätowiert? Einen Anker. Ah, Weil ich doch ein Schiffsliebhaber bin. Das dritte Buch ist ein Schiffsbuch. Ich liebe Schiffe und ich liebe, mit den Schiffen zu fahren, über die Meere und die Freiheit und den Horizont sehen. Und nie ankommen, immer fahren, es ist ehrlich. Was hast du nur für Tattoos? Ist das das Einzige? Das sage ich dir nicht. Warum nicht? Naja, weil das peinlich ist. Das Wo kann hast ich dir du? Nicht Darf ich raten? Ja. Auf deiner Brust? Nein. Auf deinem Derrière? Nein, nicht einmal am Derrière. Am Rücken? Schon Derrière, aber... am Rücken? Auf der... Und was hast du dort tätowiert, eine Meerjungfrau? Nein, irgend so einen Stern oder sowas. Und über alles andere wird nicht gesprochen. Wird geschwiegen, verstehe Jetzt schon. Jetzt pass einmal auf, dass einmal was weitergeht. Ja. Jetzt haben wir hier Öl, wir haben Frühlingszwiebeln, Ingwer, Knoblauch. Ingwer, wir haben Knoblauch. Kurkuma, und jetzt kommen Chili. Die Mansoor Dal, heißt das. Ja. Das sind Spaltlinsen. Nun die Linsen beifügen und mit Wasser ablöschen. 20 bis 25 Minuten kochen lassen. Jetzt würde ich die, bist du lieb und gibst mir den Teller, die Hühnchen herausnehmen aus der Geschichte. Achtung, gefinkelt. Ja. Das Fleisch auf einen Teller geben und beiseite stellen. Jetzt fügt man Creme fraiche und gemahlene Mandeln hinzu, wie auch Fisolen und Zitronensaft. Die Hühnerbrüste wieder beigeben und bei geschlossenem Deckel und reduzierter Hitze weitere 10 Minuten köcheln lassen. Schotte, ich glaube, wir nähern uns dem Endspurt. Das schaut sehr Erfüllung. Gut aus. Ja? Da riecht es einmal. Das ist ja der Wahnsinn. Ein echt indisches Huhn. So, und zur Krönung der Sache, der Koriander. Nicht zu knappe, bitte. Das haben wir jetzt schon gelernt. Mhm. Gewaschen ist er. Sehr schön. Und zwar braucht man das zum Garnieren, logischerweise auch zum Geschmack. Grob hackeln. Ja, aber wirklich, ich merke, du legst da sehr viel Leidenschaft her. Nee, das ist Leidenschaft. Ja. Kochen ist ja Leidenschaft, Silvia, das wissen wir beide doch. So, und jetzt wird angerichtet. Jetzt wird angerichtet, jetzt wird dann angerichtet. Leg los. Schau her, ich mache da so ein bisschen Platz. Musik
Du auch und gleichzeitig alle. Gleichzeitig alle. Du zeigst mir, wie es geht. Ich breche das Brot eigentlich so. Ja. Und wir häufeln das quasi so auf. Hast du gewusst, dass wenn man mit den Fingern isst, dann werden Enzyme frei, die einen schneller abnehmen lassen? Und für mich, ich bin gerade mitten in der Kur, wie du siehst. Lachst du? So, und diese Tunkerei. Man isst ja in Indien mit den Händen. Das ist ganz wichtig. Wow! Bitte. Tunkt das einmal mit dem Brot auf. Ja. Es ist mörderisch gut. Warte mal. Hey. Schotti, würde ich dich nicht schon sehr lieben? Jetzt wäre der Zeitpunkt. Nein, ja. Echt. Wir putzen das jetzt zusammen. Ich bin dir so dankbar, dass du dabei warst. Michael Schottenberg, er ist ständig auf Reisen, er ist ständig im Fernsehen. Hoffentlich inszenierst bald wieder was. Gerne. Also eine der großen, großen Bühnenpersönlichkeiten vor der Kamera, hinter der Kamera und ein sensationeller Koch. Ich bin begeistert. Danke, danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Danke fürs Kochen. Sollen wir jetzt den indischen Fruchtbarkeitstanz machen? Aber wir oben. Kannst du den irgendwie? Wie würde er gehen? Alle Rezepte zum Nachtanzen finden Sie auf extra.orf.at oder tv.orf.at/Silvia kocht in der ORF-Nachlese und im Teletext auf Seite 356. Danke, Schotti, für dieses köstlich humorvolle Treffen mitten in Indien, direkt in Wien. Danke, Hauptstadt, für deine Traditionen rund ums Tafeln und danke allen echten Wiener Lausbuben, die mit großartigem Handwerk preisgekrönte Produkte schaffen, die uns allen ein Lachen ins Gesicht zaubern. And